Ich werde ja von meinen Gästen immer wieder mit Mutproben konfrontiert. Das in der Regel mit dem Resultat, dass sie daran scheitern. Wie das nächste Beispiel zeigt. Ich habe hier speziell für Anfänger nur die kleinen Fäckchen mitgenommen. Nein, das ist also absolut. Also, das hast du wolltest probieren. Nein, ich habe extra auch Benzin Light, lauter Light Benzin mitgenommen. Das ist das beste Infektionsmittel bei Karadentosen. Ich kann dir vielleicht ganz kurz die Haltung erklären. Die Haltung, nur, dass wir drinnen stellen, dann kann nichts passieren. Jawohl. Ich weiß nicht, ob ich das nein, ich tue es dann einfach fertig machen. Es ist einfach mal zum Probieren vielleicht. Ja, zum Probieren. Ja, ein bisschen Feuer probieren. Man kann einfach auch... Man darf keine Angst haben vor dem Feuer, darf aber grosser Respekt. Ja. Vielleicht hier schauen wegen Benzin. Also nicht da reinstecken? Ja. Das ist aber heiß. Das ist ja so. Ja, und jetzt, wie kommt das in die Schnurren? Das ist ganz einfach. Den Kopf nach hinten heben. Auf die Zunge nehmen. Nein! Das ist die Haltung. Ja, also. Ja, aber das brennt ja dort. Einfach den Kopf hinten. Jawohl. Hilfst, hä? Ja. Und jetzt, ich muss ein bisschen Nass machen und genug Späufe. Richtig, jawohl. Und jetzt die Zunge raus. Es schaut niemand. Auf die Zunge nehmen. Ich wage es nicht. Ich wage es nicht! Also, es brennt wirklich. Es brennt tatsächlich, das ist sicher. Monsieur Fakir, ich denke, wir machen einen Stuhl, der so perfekt ist. Vielen Dank, das sieht effektiv aus wie daheim. Es sieht super bequem aus, oder? Darf ich da Platz nehmen? Ja, bist du gut. Ist das nicht herrlich? Herrlich, hä? Das ist herrlich. Wunderbar. Wow. Nägel? Was hast du für einen Bezug zu Nägel? Nägel habe ich eigentlich hier ein paar mitgenommen. Ich habe da, du kannst sogar auslesen, ich habe ein ganzes Harem von Nägelbeimer. Das ist da. Hunderter Nägel. Das sind also 10 cm Nägel. Was machst du mit denen? Die sind schon echt. Das ja, die sind echt. Ja. Das kannst du dir auch in ein Holz hineinschlagen. Jawohl. Und jetzt? Jetzt tue ich die Nägel nicht mehr in die Nase hineinschlagen. Nein, bitte! Ja, das ist nur einer. Da haben wir ja viel. Das ist eigentlich gar kein Problem. Ja, und das. Du hast mir den Hammer gerade rüsten, Kurt. Nein! Es tut mir leid, ich habe ihn noch nicht ganz drin im Moment. Es läuft. Und wo ist der jetzt? Jetzt ist er drin. Geht das in beiden Nasenlöchern? Ich bin völlig sprachlos. Das ist einfach das Problem. Das Problem ist, momentan habe ich im rechten Nasenloch noch den Pfnüsel. Dann liegt die Schleimhaut zuwachsen. Ja, aber der Nagel wäre ja gut gegen die Fnüssel, er würde ein bisschen aufmachen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es funktioniert tatsächlich nur beim linken Nasenloch. Mhm. Das ist so. Ich glaube, wir gehen zu der Scherbe. Das denken auch, es ist interessant. Ja. Aber nein, das ist mir zu viel. Wolltest du es auspacken? Oder? Ich weiß es nicht. Also, das ist richtig. Was ist da Service von daheim? Sonntagsservice. Aber weißt du, das habe ich eben befürchtet. Eben, genau. Okay. Wenn man das so geschwind mal ausbreitet, siehst du, ich habe extra einen neuen Sack mitgenommen. Dass man das auch richtig sieht, da muss man jetzt halt ein bisschen assistieren, weil ja, schon die Bühnenpartner die leider nicht da auf der Bühne kann sein. Okay. Und jetzt soll ich auf die andere Seite stehen? Gut, mache ich. Was kommt jetzt? Tust du dich da konzentrieren? Mhm. Nägel mit Köpf, Scherben im Rücken. Ah. Liegst du bequem? Reib noch etwas dran. Und es knistert. Es ist ganz furchtbar. Kann dir etwas helfen, sonst es brennt. Und jetzt fächert etwas zu. Bitte schön, Kurt. Was? Brauchst du? Nein! Nur keine falschen Hemmungen.
Das geht schon. Nein, ich habe neue Schuhe geschlüpfen aus. Ich auch. Ich habe nicht die neuen Stiefel an. Das ist kein Problem. Nein, wirklich? Wirklich. Oh. 73 Kilo. Mein Lieber! Unglaublich, was der Schweizer Fakir alles mit seinem Körper macht. Aber wie heisst es so schön? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das